Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich will das noch einmal mit diesen Mittelabrufen klarstellen. Wir haben eine Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz. Damit werden Deiche saniert. Diese Mittel haben wir zu mehr als 100% für Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr abgerufen. Das geht im FDP-Antrag völlig durcheinander, weil Ihr Antrag zielt auf das Sonderprogramm präventiver Hochwasserschutz. Da geht es nur um 4 Polder. Da geht es nur um 4 Polder. Die am Rhein, die gemacht werden müssen. Einer ist fertig, das ist Monheim, ist eben erwähnt worden. Wir haben einen weiteren Worringen, darauf habe ich hingewiesen. Da werden wir, nachdem viele Jahre dort überhaupt nichts passiert ist, dank unserer Aktivitäten wird es jetzt zum Planfeststellungsbeschluss kommen. Das heißt, da geht es endlich voran. 30 Millionen Kubikmeter, die bei einem 200-jährigen Hochwasser abgefangen werden können. Das ist das Ergebnis unserer Politik. Ich hoffe, wir haben Sie an unserer Seite, wenn wir schwierige Entscheidungen, falls der Grunderwerb nicht gelingen sollte, die wir dann treffen müssen, damit wir auf diesen Polder zurückgreifen können. Das wird keine einfache Entscheidung werden, am Ende diesen Polder bewirtschaften zu können. Dann haben wir den 3. Polder, Orsoi. Viele vom Niederrhein kennen das auch. Seit vielen Jahren ein Projekt, was geplant worden ist, da hat allein der Erwerb eines Wasserwerks von einer kommunalen Seite 8 Jahre gedauert, lange vor meiner Amtszeit. Wir hoffen, dass wir es hinkriegen, dass wir auch im nächsten oder übernächsten Jahr den Planfeststellungsbeschluss dahin kriegen. Die Verfahren sind aber lang. Und wenn es dann zu Verzögerungen beim Mittelabfluss kommt, dann können wir, anders als Baden-Württemberg oder Bayern, die über 40 Projekte haben, nicht hin und her manövrieren, sondern es wird einfach ins nächste Jahr verschoben. Und daraus machen Sie einen Skandal, wo überhaupt kein Skandal ist. Hier wird ordnungsgemäße Hochwasserschutzpolitik gemacht in Nordrhein-Westfalen. Ich möchte das mal klarstellen. Und ganz ehrlich gesagt, wenn Sie dann sagen, Sie sind nicht darüber informiert. Wir liefern die Berichte, wir informieren über die Aktivitäten im Hochwasserschutz, die bekommen Sie regelmäßig. Und Sie können das über die Aufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz, können Sie die Berichte nachlesen. Herr Brockes, Herr Feil, ich empfehle Ihnen einfach mal die Lektüre dessen, was die Bundesregierung dort vorlegt, was insgesamt auch gemacht wird. Das würde am Ende dazu führen, dass Sie hier nicht solche Anträge vorlegen, wo es am Ende kunterbunt durcheinander geht, wo eigentlich nur versucht wird, einen Skandal aus ein paar Zahlen zu konstruieren, der in Wahrheit gar nicht da ist. Aber, meine Damen und Herren, wir haben Aufgaben. Und ich will da auch nicht drum herum reden. Und ich will auch noch mal das Thema Pegel erwähnen. Wir haben ein Pegelsystem hier in Nordrhein-Westfalen gehabt, ich kann da in der Vergangenheit sprechen, was eigentlich nicht dem Standard des 21. Jahrhunderts entspricht, was digitalisiert werden musste. Das ist jetzt alles passiert, das findet statt. Jetzt geht es darum, 21 neue Pegel zu bauen. Die Standorte sind identifiziert. Wir werden noch in diesem Jahr 5 dieser Pegel errichten. Es geht voran. Wir treiben den Hochwasserschutz in Nordrhein-Westfalen an allen Stellen voran. Aber es gehört eben auch zur Wahrheit dazu. Es gibt viele Konflikte zu lösen. Es gibt viele Altlasten, die man aus der Vergangenheit mit sich herumschleppt, wo vielleicht der ein oder andere, der heute hier so tut, als hätte er damit nichts zu tun, auch seine Verantwortung trägt. Aber damit wird die Landesregierung umgehen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.